Hallo und herzlich willkommen zur Folge 24 von Let's Play Sims 4 Werwölfe. Wir sind hier am Freitag am Abend des Vollmonds und Linur macht hier einen auf wütenden Fisch und schwimmt hier sauer ins Wasser. Aber ich denke irgendwie so, eigentlich ist das vielleicht ganz gut für dich. Weißt du, ich baue dir gerade auch Fitness auf. Lass uns das hier gerade mal gucken. Ja, ich glaube, das ist eine der wenigen Fähigkeiten, die wir so aufbauen können. Magst du da mal ganz hier hinten hinschwimmen? Hierhin wüten? Dann lasse ich den einfach so ein bisschen hin und her schwimmen. Vielleicht ist das auch ganz gut für den. Wisst ihr so, da kühlt er wie so ein bisschen mal ab. Ja, und Laura kann jetzt jagen. Das heißt, Laura kann auch ganz einfach wieder essen. Ich habe die jetzt hier mal ein bisschen angeln gelassen. Einfach, weil man für einige... Oh, wir haben so einen Boxding gefangen. Für einige Jobs Level 3 der Angelfähigkeit braucht. Und wir angeln jetzt außerdem hier so ein paar Dinge. Wir haben eine Voodoo-Puppe gefunden. Oh, ich habe noch nie mit der Voodoo-Puppe gespielt in Sims 4. Oder generell, ich habe noch nie mit einer Voodoo-Puppe gespielt, soll ich vielleicht sagen. Es klang jetzt so, als hätte ich es woanders schon gemacht. Frage an euch. Glaubt ihr, Laura als Schwester, die sich sehr kümmert um das Wohlergehen ihres Bruders, sollte morgen sehr viel in unserer Nähe wieder auftauchen, sollte das passieren. Glaubt ihr, Laura würde die Voodoo-Puppe an morgen binden? Ich frage nur. Ich stelle nur Fragen. Ich glaube, wir haben irgendwie Müll gefangen, ne? Jo. Halt, werf das doch nicht wieder rein. War das so ein Netz oder war das eine Pflanze? Ich meine, wenn es eine Pflanze war, kannst du es wieder reinwerfen. Aber wenn du so ein Geisternetz fängst, so ein kleines, das musst du doch dann halt richtig entsorgen, weil so die da fangen sonst sich Fische unter Wasser dran und dann verenden die da und das geht doch nicht. Also Laura, wir machen hier Mülltrennung, also nein. Wir könnten auch mit Lino ganz viele Sachen von den Sachen, die wir hier nicht haben wollen, die wir mit Laura finden, könnten wir recyceln und dann hätten wir wieder Kleinteile. Ist voll gut. Da schwimmt er noch her. Bauen wir hier, wenn wir rasend sind, gehen wir einfach ein bisschen schwimmen und bauen so unsere Fitnessfähigkeit auf. Das finde ich ist eigentlich mega der gute Plan. Das finde ich ist eigentlich mega gut. Heute ist Vollmond. Wenn Lino weiterhin hier noch rumschwimmt, während der Vollmond dann aufs Wasser kommt, vielleicht wird er dann am Ende noch mehr Mensch zusätzlich, wie ein H2O plötzlich mehr Jungfrau. Das ist ja in der oberen Hälfte ist er dann Werwolf und in der unteren Hälfte ist er dann Fisch. Ist ein Wehrfisch. Fände ich irgendwie gar nicht verkehrt. Stellt euch das mal vor. Es wäre irgendwie wie ein Meermann, der immer nach nassem Hund riecht. Irgendwie fände ich das voll toll, wenn das ginge. Ach ja. Es wäre dann nur die Frage, wenn man in der Gruppe schwimmen geht, wäre man dann in einem Rudel oder in einem Schwarm? Ha. Das weiß ich nicht. Jetzt ist hier Vollmond. Wir müssen gucken, ob wir Greg nochmal sehen. Ob Greg nochmal hier auftaucht. Ich meine, wir könnten natürlich hier auch wieder nach Sachen schauen und so. Aber letztes Mal tauchte er auch so auf. Oh, da sind wieder böse Augen im Wald. Böse Augen. Ich höre da aber noch Frösche. Ich habe hier gerade Frösche gehört. Das heißt, irgendwie, wahrscheinlich war das hier nicht das Einzige, was wir rausgeholt haben. Ist das ein Knochenfisch? Ich wusste gar nicht, dass man sowas fangen kann. Okay, wir haben hier Sachen wieder verkauft. Wie lange ist Lino eigentlich noch wütend? Nach 5 Minuten. Okay, dann kannst du langsam wieder zurückschwimmen. Es war nämlich eigentlich tendenziell eher ein Scherz mit diesem Wehrfisch-Ding. Ich bin nass und hasse es. Ach stimmt, der hasst es, nass zu sein. Sorry, Lino, das habe ich ganz vergessen. Entschuldigung, kann ich wieder hier hingehen. So, und Laura hat noch ein paar Sachen gefangen. Wie hoch ist denn jetzt seine Fähigkeit beim Angeln? Fast Level 3. Ja, fantastisch. Das ist super. Wie gesagt, ich halte hier mal so ein bisschen Gregs
Rexhütte hier im Auge. Hier dieser Baum ist irgendwie auch so sehr einzeln. Ne? Sieht fast so aus, als wäre der irgendwie auch magisch oder so. Aber ich glaube, es ist einfach nur der einzige Baum, der hier nicht gefällt wurde. Ich glaube, der Frosch von Greg ist immer noch in den Poolressourcen der Moonwood-Kommune. Würde es Greg helfen, wenn wir ihn dem Frosch wieder zurückgäben? Würde ihm das irgendwas bringen? Das frage ich mich gerade. Vielleicht sollten wir doch nicht immer mit Lino schwimmen gehen, wenn er so wütend wird, wenn er nass ist. Sonst wird er direkt wieder wütend, weil er nass ist. Ich sehe hier auf jeden Fall keinen Greg rumlaufen. Was wir gleich aber nochmal machen könnten, ist hier oben das, das Mondblatt ernten. Das könntest du mal machen. So, kannst du dich dann hier selber mal pflegen und dich so wieder trocknen? Mach das mal. Und danach könntest du vielleicht mal heulen. Okay. Und Laura, genau, ist jetzt Level 3 erreicht. Super. Und hast noch ein paar Fische gefangen dabei. Ach, toll. Ja, im Moment läuft es eigentlich ganz gut so mit uns, ne? Im Moment kriegen wir das eigentlich hin. Oh, es antworten Leute irgendwo. Können wir mal hier das ernten? Ah. Ha. Können wir sonst noch irgendwas machen an diesem Ding jetzt? Ich weiß, wir können es hier nochmal. Sollen wir uns das mal trauen, unter Vollmond und sich das hier anzuschauen? Ich bin da so ein bisschen nervös, weil ich weiß halt nicht, irgendwie ist es Vollmond. Manchmal sind die Wolfis da so ein bisschen intensiv drauf und so, aber. Ach, warum bist du aufgebracht? Wegen Mondsachen, okay. Ach so, ich wollte doch, dass du hier oben hingehst und dann hier das hier. Ach, du kannst gerade gar nichts ernten. Ach, sorry, okay. Wir können hier generell gar nichts machen. Ha. Huh. Ich bin halt neugierig, ob Greg halt hier nochmal auftaucht, weil halt. Wir müssen den nicht unbedingt heute halt nochmal treffen und nochmal mit dem irgendwas machen. Wie sieht es denn eigentlich aus bei uns daheim hier an unserem Rudelbaum? Sind da Leute? Nee, ich glaube, alle sind zu Hause. Woher können wir mit Laura irgendwas machen? Wir können uns raufen. Das möchte ich gerade aber nicht unbedingt. Magst du mal hier herumwüten? Einfach hier mal hingehen. Das interessiert mich einfach. Vielleicht ist Greg diesmal wieder hier, weil das letzte Mal, nee, das vorletzte Mal, als wir Greg gesehen haben, das letzte Mal war ja auch hier, wo wir uns dann die Schilder angeguckt haben. Da kam er ja einfach so. Aber das Mal davor kam er halt von selber hier hin. Ich wünschte, wir könnten hier den ganzen Müll aufsammeln und recyceln. Das wäre so toll. Ach ja. Man merkt, das ist ein amerikanisches Spiel. Man kann den Müll, der liegt einfach da. Jetzt für immer. War böse, ne? Ja. Kannst du eigentlich im Boden wühlen? Kannst du. Kannst du mal hier so ein bisschen Mondlichtgraben machen? Warum nicht? Am Ende wühlst du hier in weiteren Tunnel ein, gibt es ja schon. Nee, hier ist irgendwie so nix, ne? Ich habe irgendwie erwartet, dass er jetzt um Mitternacht kommt, aber er ist ja nicht ein Gespenst oder sowas, wo dann um Mitternacht die Geisterstunde anfängt. Er ist ja ein Werwolf aus Fleisch und Blut, soweit wir wissen zumindest. Und Laura hat Sachen gefunden, das ist doch schön. Aber irgendwo hat was geheult. Aber hier ist auch niemand.
Sind denn hier bei den anderen, bei den Wildfangs, ist da irgendwer unterwegs? Ist hier generell irgendwo irgendwer unterwegs? Nee, ne? Kann man hier mit irgendwas machen? Nein. Oh, hier ist jemand. Ich glaube, das ist vielleicht Lou. Ist das Lou? Ich glaube, das ist vielleicht Lou. Kommst du vor, als würde ich das Shirt kennen. Lou, wo läufst du denn gerade hin? Kommst du zu uns? Nee, du läufst weg. Nee, er kommt wieder zurück. Ah, der rennt einfach rum. Ah, das ist ja cool. Ich wünschte, wir könnten mitrennen. Können wir eigentlich so bei Vollmond hier... Oder läuft eine Ratte? Da irgendwo rumlaufen? Nein. Warte mal hier checken, ob Greg noch nicht da ist. Laura, du kannst noch so ein bisschen buddeln, ne? Jetzt, wenn du hier oben Sachen findest. Okay. Guck mal, da kommt. Glaube ich Lou? Vielleicht Lou? Der biegt aber da wieder ab. Hallo, ich möchte als Werwolf mit den anderen Leuten spielen. Da liegt irgendwas. Können wir mal gerade nicht auf. Wir haben noch Zeugs gefunden. Okay. Ach. Ich finde, das hätte man hier echt besser machen können mit dem Vollmond. Halt, ich wünschte, wir hätten irgendwas davon, dass wir hier sind. Halt, ich wünschte, wir könnten zumindest hier irgendwie mit Laura irgendwie Spaß machen. Halt, irgendwas. Aber wir hocken hier einfach nur rum und warten, bis es vorbei ist. Das ist nicht so furchtbar spannend, das Spiel. Hat einen Highschool-Abschluss mit durchschnittlicher Gefühle von Greg gegenüber Lino zornig. Und wir sind verletzt. Okay. Ja, dann können wir eigentlich auch aufhören, so Stalker-freundmäßig hier vor dem Dings stehen zu bleiben. Da können wir eigentlich auch mal wieder nach Hause gehen, weil halt, warum nicht? Ne? Tja. Ja, nee, so viel scheint hier nicht zu sein. Schade, dass noch nicht mal Greg aufgetaucht ist wie letztes Mal. Ja, ich bin eigentlich mit Lino jetzt so weit, dass ich gerne möchte, dass er Lou mal ein bisschen näher kennenlernt. Also wir hatten ja jetzt eine Phase, wo Lino nicht so wirklich viel gemacht hat. Ich habe das Gefühl, wir finden gerade mehr, ne? Hier während dem Vollmond. Du kannst eigentlich hier generell noch so ein bisschen wühlen überall. Wir hatten ja eine Phase mit Lino, wo ich gedacht habe, so nach morgen würden wir erstmal halt nichts... Oh! Da ist er! Jetzt, wo wir weg sind, vielleicht ist er scheu. Ha. Huh. Hat er sich gerade Chips da rausgeholt? Schüttel den Kopf. Was isst du denn da? Sieht bunt aus. Nee, sind Chips. Huh. Oh, wir haben auch einen weiteren Fähigkeitspunkt bekommen. Warte mal, lass mich hier gerade mal schauen. Jetzt können wir hier Rudel heulen, fühlt soziale Bedürfnisse, Fluchträger, verwandelt andere Sims in Werwölfe, Jäger haben wir mit Laura, Nachtsicht haben wir auch mit Laura, Mondsegen, den Vorteil des Mondzyklus aus, unersättlich, ne,
Boshaftigkeit, nein. Wühler hatten wir mit Laura. Verbesserter Geruchssinn, der Schnüffel, Informationen und Schätze. Das wäre vielleicht spannend. Wir können aber auch noch ein bisschen sparen und dann hier irgendwie ein Ziel bekommen. Ja. Können wir hier mit dir irgendwas machen? Halt irgendwas. Nee. Tja. Ich mache hier mal die Zeit ein bisschen schneller, weil halt es passiert halt irgendwie nichts, wo wir irgendwie so mal irgendwas machen müssen. Und das muss ich mir nicht in Echtzeit angucken unbedingt. Außer Laura, du kannst noch ein bisschen im Boden graben eigentlich. Ich glaube, du findest dann ein bisschen mehr. Und ich verkaufe schon mal ein paar von den Sachen, die du hier erbuddelt hast. Und guck mal, wir haben richtig viel Geld bekommen. Wir haben noch einen Kiefernknochen. Nein, wir haben einen Kieferknochen und dann wir haben viele Kuhpflanzensachen hier bekommen. Okay. Jetzt geht es uns wieder besser. Ist Greg noch da? Vielleicht ist er irgendwo an. Können wir uns mal anzeigen lassen, wo der gerade ist? Greg. Oh, warte, wir sind auf Laura. Die kennt ihn ja gar nicht. Ah. Kannst du mal versuchen zu kommunizieren? Oh, wisst ihr, was ich mache? Ich gehe zu den Rudelressourcen. Und ich hole mir diesen Frosch zurück und den bringe ich dann direkt. Wenn er dann noch da ist, das gucken wir jetzt mal. Ja. Kannst du hier mal den Garten pflegen? Vielleicht ist Greg dann auch schon weg, aber dann müssten wir das nächste Mal machen, wenn wir Greg sehen. Weil das fände ich irgendwie echt cool, weil ich finde das eigentlich nicht richtig, dass wir dem den Frosch da weggenommen haben. Vielleicht ist das irgendwie so sein einziger Freund und wisst ihr so und dann... Halt, wenn man halt so Leuten, die selber schon... Warte, nein, der Frosch ist weg. Nein, wir haben nur noch die Luna-Motte. Laura, kannst du mal hier gucken? Ich meine, bei dir wäre der Frosch noch da gewesen. Guck mal hier gerade, bitte. Ich war doch letzte Folge, habe ich doch hier erst mit Laura geguckt. Und da war der Frosch noch da. Ich verstehe das gar nicht. Ach, Mist. Okay, dann müssen wir leider ohne Frosch... Da müssen wir mal Augen dazu aufhalten, ob der nochmal kommt. Ist Greg jetzt noch hier? Nee, schade. Okay, gut. Dann gehe ich jetzt auch im Moment mal nicht hin irgendwie und rede direkt mit ihm, weil wir fühlen uns im Moment ohnehin nicht so gut. Da würde ich lieber mal so ein bisschen jetzt andere Sachen machen. Ich würde gerne den Teppich mal fertig machen. Wie geht es denn euch so von den Bedürfnissen her? Eigentlich ganz okay. Genau. Dann würde ich jetzt hier die Folge mal beenden und dann in der nächsten Folge zur Bibliothek fahren und da diesen Teppich herstellen. Was brauchen wir eigentlich für den Teppich? Wissen wir das schon? Wir wissen es noch nicht. Gucken wir dann mal. Und ich würde, wie gesagt, ich würde gerne mit Lino jetzt auch Luma ein bisschen besser kennenlernen. Das finde ich auch voll gut. Okay. Dann, ja, beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!